Und da sind wir wieder. Beide Deckard, Kane und er kriegt jetzt noch welche im Kopf hier. Ach, nicht der Deckard, sondern die Zombies, die ihn hier irgendwie bedrängen. Thema Arschplatzen aus der letzten Folge, ne? Oh mein Gott, es ergänzt sich so wunderbar. Es ist so wunderschön. So, jetzt kommen wir zum Fleischen hier und schon. Oh, sehr gut. Sehr gut, so ist das schön. Oh, nichts fallen lassen für uns, verdammte Axt. Und diese Geizkragen hier. Ja, das Schlimmste. Das Trüchchen machen wir noch auf. Heiltrank. Sag mal, 8 Heiltränke. Okay, also die Heiltränke sind super. Wie viel heilen uns die? Um 6500 HP. Das ist schon mal ein guter Anfang. Damit kann man leben. Ja, komm, laber nicht. Sprech mit Schmied Hedrick Eamon. Machen wir mal direkt. Und ich wollte nochmal mit dem NPC, der da oben ist, nachschauen, ob der vielleicht ein bisschen so Schmuck unter der Hand hat. Ist da so geklaut. Gucken wir mal. Ja, alles Müll, 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 Müll. Ich bin der Müllinator. Halt, verdrückt. Ich wollte hier. So, aber das kann man alles in die Tonne rauchen. Das hier vielleicht, aber ja, Nee. Nee. Wir so viel DPS verlieren, ne? Fahren wir dann 2000 im Endeffekt, 2000 DPS und machen keinen Schaden und ja, nee, ist auch nicht der Sinn. Ganz defensiv können wir nicht machen, da müssen wir irgendwie einen Kompromiss finden. So. Ich mach dich kaputt. Hedrick, hilf mir. Heute nicht. So, stirb langsam, Teil 9. Wir machen echt einen guten Job mit unserem Hammer, ey. Das ist echt super. Ja, ja, komm, laber nicht. Muss man hin, öffnet das Nordwesttor. Okay. Dann machen wir das. Ja, machen wir. Sonst noch Wünsche? Noch Salat mitbringen oder ein Happy Meal oder so? Kann sein, dass wir nebenbei noch bei Tristram Meckes vorbeikommen. Meck Tristram. Tristram King. Ich gehe gerade irgendwie die Namen durch, so von diesen ganzen Fastfood-Ketten. Gibt's denn da noch? Hier, wartet. Tristram Way oder Sub Tristram. Genau, Sub Tristram. geil. Oder Kentucky Fried Tristram. Das wär's doch. Sehr lustig. Weil Kentucky Fried Chicken ist ja relativ, ja, gibt es nur in Großstädten, oder? Also wir haben hier in der Nähe keinen. Oder umsetzen Goblin, sehe ich gerade. So, den kriegen wir, den holen wir uns den Drecksack. Diesen hässlichen Spaten. Komm her! Komm, Kraktel, hol deinen Hammer raus! Hammer Time! Wenn wir ihn dann kriegen, ja, verdammt, komm. Scheiße! Scheiße! Ja. Komm, komm, komm. Ah, fuck! Haut ab, ihr Dreckigen. Komm, spuck! Spuck, du Luder! Spuck ihn tot! Ja, super. So stelle ich mir das vor. Nebenbei schön Gold gefunden, super. So muss das sein. Oh, ein Höschen. Ach, verdammt. Ein schlechtes Höschen. Ist kein schönes Höschen, muss ich sagen. Gar kein schönes Höschen. Was macht denn er da unten? Nicht rausgehen oder so. Bleibt mal bei mir. Sonst bin ich wieder allein und das ist dann auch doof. Da. So ein Hammer rein. Du kriegst einen Hammer rein, denn es ist Hammer-Time. Oh, war der schlecht. Nein, der war gar nicht so schlecht, ne? Der war schon. Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Der war schon fast wieder gut. Oh, fuck. Jetzt müssen wir echt aufpassen. So, komm mal her. Komm mal bei der Papa. Oh. Komm, lauf, Johann. Nicht sterben. Sterben wird später. Jetzt habe ich kurz meinen Knüppel rausgeholt, also meinen Trank. Das war mir gerade etwas zu heiß irgendwie. Oh, wir holen es mal ganz fix hier. Zack.
Dann heilen wir uns nämlich beide. Oh, sehr gut. Ey, warum schmeißt du nicht mal eher so einen scheiß Voodoo rein? Verdammte Axt. Naja, egal. Hier. Ganz Samen. Willst du nicht? Komm, die werden mal so schlecht. Hier, nimm. Das geht noch nicht. Ich brauch's nicht. Ich habe auch gar keine Lust, jetzt irgendwie das Auktionshaus noch zu nutzen. Macht eh keinen Sinn mehr. Es ist ja bald weg. Dank Blizzard. Mag mir irgendjemand so ein BlizzCon-Ticket schenken? Das mach ich jetzt vollkommen ernst, ne? Nee, mir ist das echt fast ein bisschen zu schade. Ja, 30 Euro kostet das Ticket. Ich hab's mir geguckt, also... Wer es nicht weiß, was das ist, da ist halt so eine Messe. BlizzCon heißt sie, glaube. Und ja, da können sich halt so ein. Die ist in den USA irgendwo. Man kann sich halt so ein virtuelles Ticket holen. Das heißt, man kann das halt über Stream verfolgen. Kostet 29,99. Da gibt es natürlich noch so super duper Sachen, wie zum Beispiel ein Banner für Diablo. Dann für WoW gibt es irgendwie ein Pet, was man da sich da einlösen kann. Und ach, so Pipifax-Zeug, ne? Ja, und da kann man sich halt gucken, was die da veröffentlichen und so weiter und so fort. Aber ich dachte, 30 Euro, ey, nur um mir da so einen scheiß Stream anzugucken, den ich wahrscheinlich nicht mal schaffe, weil ich arbeiten muss. Weiß ich nicht. Also wenn es mir irgendjemand sponsern möchte, dann kann das gerne machen. Aber ich werde es mir nicht selber kaufen. Da ist mir es einfach zu teuer für, ja, wie soll ich sagen, zu wenig Leistung für 30 Euro. Wenn ich nur ein paar nette Worte kriegen würde, weißt du, so ein Brief, Kraxel, ich mag dich oder sowas, oder komm hier, sei mein Freund. Sowas halt, dann würde ich es machen, aber so, nein. Das geht noch nicht. Nächstes Jahr dann live dabei oder so. natürlich mal Spaß. So, was müssen wir hier machen? Findet den Friedhof der verlassenen Hain des Wicklans. Den haben wir gefunden. Sucht nach dem Altar des Kanzlers unterhalb des Friedhofs der Verlassenen. Gut, er läuft da lang, dann gehen wir da mal mit. Haben wir irgendwas gefunden? No. Gut, weiter geht's. Er ist schon fröhlich auf dem Vormarsch hier. Ich will auch so einen kleinen Sklaven, der uns die Monster kaputt haut. Alle haben Sklaven, außer ich. Ich hab keine Sklaven. So, komm hier. Krieg's wecke. Zack, zack, zack. So. Dann machen wir die da hinten kaputt, ist okay. Ich gehe mal weiter. Ich kümmere mich um den Pöbel hier. Und klemme aus Trinken. Ist der Johann eigentlich ein Spieler des Auktionshaus? Ja, ist er. Er hat ziemlich die großen Steinchen. Oh, nein. Ist nicht ganz so extrem wie andere, muss man sagen. Also, er hätte noch einen Rahmen. Er ist nicht zugebaut mit Legendaries oder so. So wie ich es wäre, wenn ich Auktionshaus hier nutzen würde. Dann würde ich aber auch nicht auf MP0 spielen, sondern auf MP10. Komm, Hammer rein, denn es ist Hammer-Time. Mir gefällt der Satz. Hau den Hammer rein, denn es ist Hammer Time. Das ist toll, das ist lustig. Oh, Elite. Sehr gut, er nimmt den Voodoo. Super. Jetzt hau ich mal hier gleich mal Ringsbums rein. So. So, zack. Ist er vielleicht schon wieder rein. Oh oh. Oh oh. Das war knapp. Ich muss sagen, Hölle ist echt schon ein bisschen anspruchsvoller als Albtraum. Ist ja, ich meine, ist klar, es ist ein anderer Schwierigkeitsgrad, ein höherer, ne? Der muss schon irgendwie schwieriger sein, wie es der Name sagt. Aber dass er sich jetzt so extrem, also Albtraum hier durchgerannt und ja, so Augen zu. Und hier ist es echt schon was anderes, muss man sagen. Okay, Ballrock, danke. So, komm, stirb. Stirb, Kartoffel! So, nur aber. Sehr gut. Und, nix Gelbes. Verdammte Axt.
Das heißt, ich würde, glaube ich, ganz gerne wieder auf, wobei, boah, mit Raserei haut man echt schnell rein, muss ich sagen. Das ist ganz angenehm. Ich wollte gerade sagen, ich hau wieder, Hieb rein mit, Anstacheln, wo man mehr Wut kriegt, damit wir Zerfleischen öfter nutzen können. Aber guckt euch das mal an, wie wir da reinbämmen. Das ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. So, Sonne weg auf den Kopf. Dann gehen wir mal unten lang. Lauf, Kraxel, lauf. Schau nicht zurück. Oh, direkt das richtige, ja, die richtige Krypta gefunden. Das ist natürlich auch gut. Bin auf dem richtigen Weg. Ja. Die Krone muss in der Nähe sein. Genau so. Kraxel, genau so. Kraxel der Zweite, Entschuldigung. Würde den Vorfahren nicht in den Dreck ziehen. Ja, komm, da aber nicht. Was? Boah, guck mal an, ey. 3600... DPS mit diesem Voodoo. Das ist natürlich super. Oh, ein Schildchen. Ah, okay, nee, aber 4400 HP weniger, das ist mir ein bisschen zu viel. Too much, sozusagen. Hier ist noch ein Ringchen, Gürtel, Amulett, aber alles nicht so pralle. Da ich da jetzt wechseln würde. Viecher, ne? Die spucken auch immer. Wobei ist ganz gut, man levelt ganz fix und bekommt mit ein bisschen Glück auch noch ein bisschen Loot dazu. Das ist gar nicht mal so schlecht. So. Stirb, Kartoffel. Stirb, stirb. So, ich nehme schon mal die Krone, das Krönchen hier von Angie. Ja, komm, hör auf, ey. Irgendeiner muss es machen. Wenn nicht ich wäre, dann. Ja, ja. Zieh dich nicht so, darauf wegzulaufen. Nimm es wie ein Mann. So. Komm, wenigstens mal was Gelbes. Ah, wieder nichts Gelbes hier, ihr Dreckigen hier. Naja, was soll man machen? Was soll man. Haben wir am Spiegel angefunden? Yeah, Spiegel an der Wand. Scheiße die Wand an. Verdammt, Axt. Aber das können wir schon mal wieder verkraften. Ein bisschen was holen vom Schmied. Ja, wir haben das Krönchen. Schön, dass du gemerkt hast. Bin stolz auf dich. So. Wir haben schon 6 Bücher gefunden. What the fuck? Können wir schon irgendwas anderes machen? Ne, 41, 37, 46. Oh, hier 46. Okay, ne, lassen wir aber. Unsere ist relativ gut. Hier haben wir was mit 4, aber. Ja, ne, können wir auch lassen. Schultern. Level 41 mit 3. Hm. Was macht man da? Lässt man das? Macht man das? Sagen, komm, machen wir uns noch 2 Stück. Vielleicht springt da was Gutes bei raus. Steckt man bekanntlich nicht drin. Und man sieht, es ist Müll. Machen wir hiervon nochmal eine, gucken wir mal. Nee, komm, das lassen wir. Das hat so keinen Sinn. So, können wir das auf jeden Fall schon mal hier reinschmeißen. So. Achso, hier, das Ding können wir noch verschwefeln, beziehungsweise verschwefeln ist ein bisschen übertrieben, man kriegt ja nicht mal einen Schwefel für den Scheiß. Aber immerhin kriegt man ein Matt, also ein Material. Das ist gar nicht so schlecht. Und was müssen wir machen? Achso, wir müssen hier erstmal Deckard anquatschen. Und weiter geht's. Benutzt den Wegpunkt von Neutrisram, um zum Garten der Kathedrale zurückzukehren. Das machen wir. Ach, hier, guck mal, jetzt das Türchen offen. Simsalabim, die Tür ist offen. Und dann gehen wir jetzt durch die verzierte Tür zur zweiten Ebene der Kathedrale. Ein toter Dorfbewohner. So weit sind sie gegangen. Noch mehr Tote. Ach, guck mal hier, so ein verdammter. Ja, was weiß ich hier, so ein Ritual. Erinnert mich ein bisschen hier an den Bischof hier von Limburg, der Protzbischof. Der übelst da die Kohle auf den Kopf haut, der übelst verprasst das Zeug. So stelle ich mir die Kirche vor. Scheiß auf die Kohle. Wir kriegen eure Steuern, eure Kirchensteuer. Meine nicht, ich bin nicht bei irgendeiner Kirche eingetragen, also ich muss keine Kirchensteuer zahlen. Ein Glück.
Sonst müsste ich jetzt hier wahrscheinlich irgendeinen vergoldeten Boden finanzieren. Mal gut, dass ich das nicht mache. Nee, natürlich jedem das seine, aber... Ach, nee. Ich habe mit Kirche, Religion allgemein nichts am Hut und das soll auch so bleiben. Und jetzt, wo man sieht, wo das Geld landet, denke ich mir, ja, gute Wahl gewesen, Kacke, gute Wahl. Spar dir den Scheiß. Ich meine, was bringt's einen, ne? Was bringt's einen? Was bringt's dir persönlich, wenn du Kirchensteuer zahlst? Okay, natürlich, manche Arbeitsplätze verlangen katholische oder evangelische Arbeitskräfte, Kindergarten, Schulen und so weiter und so fort. Manche sind ja so fixiert, dass sie nur katholische Kinder annehmen und so was. Aber, hey, brauche ich persönlich nicht. Und, ja, ich weiß nicht, ich finde Religion allgemein nicht mehr zeitgemäß. Klar, viele Menschen brauchen etwas, woran sie glauben können. Aber im Prinzip geht es echt nur darum, seit Tausenden von Jahren, Hunderten von Jahren eher gesagt, dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sei es die Kirche, sei es Scientology, sei es... Was gibt's da? Gibt so viel Zeug, ey. So kleine Sekten und Watten hier alles. Alle darauf aus, deine Kohle zu kriegen, dich auszusaugen. Wie so eine Zecke. Und ja, das spare ich mir, also. Ich bin eher der Typ, der an die Wissenschaft glaubt, nicht an irgendwelche Religion. Und... Man muss sagen, ich lebe noch, ne? Warum nur? Aber ich verurteile keinen, der jetzt sagt, hier, ich glaube an Gott, ich glaube an dies und das, ich glaube ans Jenseits. Muss jeder selbst entscheiden, muss jeder für sich selbst wissen und wenn man damit leben kann, warum nicht? Ich würde jetzt keinen belehren, also ich würde jetzt nicht sagen, hier Junge, Urknall, hast du mal was davon gehört? Evolution, mal was davon gehört? Nee? Naja, egal. Würde ich nicht machen. Wie gesagt, ist jedem seine Entscheidung. Und... Solange man mich nicht bekehren möchte, bekehre ich auch keinem anderen. Ach guck mal, Zeugen Jehovas fällt mir gerade noch spontan ein. Ah, meine Lieblinge. Möchten Sie mit uns über Gott und die Welt sprechen? Kommen Sie rein, im Keller hängen noch mehr von Ihnen. Ja, so ungefähr. Aber so ist das, ne? So ist das nun mal. Kann man nicht ändern. Solange es keinen Zwang gibt, dass man da beitreten muss oder jetzt hier irgendwelche Steuern zahlen muss, obwohl man nicht in diesem Verein ist, ist alles in Ordnung. Auch für mich persönlich. Ja. Weiter geht's. Steigt durch die Kathedrale in die Tiefe hinab. Da hinten leuchtet es. Oh mein Gott, es leuchtet. Da springt der Voodoo ab. Ich fasse nicht. Ja toll, jetzt wo ich Ende machen wollte, kommen die nächsten rein hier, verdammte Axt. Die verdammte Axt. Komm, die nehmen wir noch mit hier. Ave Magistus. Welche Sprache ist das? Latein? Komm, Norex, unser Klugscheißer. Sag mal, was das für eine Sprache ist. So, komm hier. Zack. Du auch noch. Super, so. Und ja, das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet in der nächsten Folge wieder rein bei Kraxel. Tschö, Leute!